Hey ho, Mario Freunde! Heute spielen wir mal wieder Super Mario Galaxy 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach Kometensternen. So, in Welt 3 haben wir das fast geschafft. Nur noch die Tic-Tac-Galaxy und das Bowser Castle. Ja, und dann mal sehen, wie es so wird. Ich bin auch mal gespannt, wie wir uns da so schlagen werden, denn das sind beides eigentlich relativ schwierige Galaxien. Ah, Luigi hat nur noch ein Leben. Ah, das scheint der normale Stern auf Zeit zu werden. Vermute ich jedenfalls. Wegen dem Titel und so. Es gibt kein Zeitlimit. Wow, jetzt merke ich erst. Oh. Wie schnell die Plattform wechseln hat sich verändert. Ich war schon total verwirrt. Was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Nein! Nein, du sollst den Weitsprung machen. Nein! Alter, das ist ja mies. Wow, Alter. Wie soll ich das abschätzen? Okay, das ist ganz gut. Und hier Weitsprung, ja. Alter, das ist mies. Nein, nein. Nein! Das musste ja passieren. Oh, wir sind Game Over. So sieht das also aus. Nee, ernsthaft, waren wir schon mal Game Over? In dem ganzen LP? Du hast ja ganz schön was mitgemacht, oder irre ich mich? Gönn dir ruhig mal eine Auszeit, Steuermann. Ja, ich glaube aber, es passiert nichts, außer dass wir neue Leben bekommen. Oh, ein kleiner Brief für zwischendurch. Oh, du hast einen Brief von Prinzessin Peach erhalten. Ja, das ist ein Aspekt, den ich ziemlich schlecht finde, denn Peach, ja, die schreibt einem Briefe, dass sie immer noch gefangen ist und so, obwohl wir sie schon befreit haben. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Art Spielfehler ist oder ob das beabsichtigt war von den Entwicklern. Ja, da können wir uns nochmal neu versuchen hier bei der Tic-Tac-Galaxy. Kometenalarm. Alter, ey. So, kennen wir ja schon. Oh, Alter. Das ist so verkackt schwer. Naja, ich sag's ja. Da werde ich bestimmt einige Anläufe brauchen. Dun, 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 dun. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen eintönig ist, aber ich das mitsummen hilft mir so ein bisschen, den Takt zu finden. Oh, fuck. Vielleicht, ah, immer auf die gleichen Farben springen und nein und ja und nein. Ah, das ist aber eine ganz gute Taktik, immer auf die gleichen Farben zu springen und dann einmal im Sprung zu schütteln. Oh, eine Fahne. Geil. Ah, nein. Oh. Oh. Scheiße, wir müssen doch die Silbersterne sammeln. Alter, wie soll ich das hinbekommen? Aber eine Speicherfahne. Wow. Nein. Ach. Wow. So. Nein. Ja. Okay. Ich springe am besten immer auf diese sicheren Plattform. Also versuche es zumindest. Es geht ja wahrscheinlich nicht immer. Oh! Alter, bitte, komm schon, das schaffen wir jetzt. Da ist noch einer.
Gehen wir einmal hier oben drauf. Okay. Alter, ist das schwer. Ah, wie drehe ich die Kamera am besten? Nein! Wieso? Nein! Ach, scheiße, Alter. Wow. So eine schwierige Challenge habe ich auch noch nicht gesehen. So, vielleicht jetzt erstmal hier lang. Das war gewagt und... Oh, nur Glück, ich schwör's euch. Nein, wieso denn? Oh. Alter! Kein normaler Mensch kann doch so schnell hin und her springen. Da braucht man schon ein gutes Taktgefühl. Vielleicht haben wir wirklich so Musiker und so einen Vorteil. Oder irgendwelche Schlagzeugspieler. Kann ja sein. Ja, vielleicht eine wilde Theorie, aber nichts ist unmöglich. Ah, so in der Mitte kann mir nichts passieren. Das ist einfach nur hart. Komm schon. Ach, Glück gehabt, Glück. Bitte, ich brauche noch mehr Glück. Ding, 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 ding. Oh! Ja, oh. Glücklicherweise wird man nicht zerquetscht, wenn man hier so zwischen den Blöcken ist. Hier, bitte. Wir brauchen noch einen, ja? Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm, bitte. Einfach nur, dass ich hier nach oben komme. Das müssen wir schaffen. Oder... Können die Blöcke jetzt bitte stoppen oder so? Ja, sie tun es. Ja, danke, lieber Gott. Ja, geschafft. Oh, war das hart. 8 Minuten oder jedenfalls fast haben wir da mit verbracht. Puh. Not bad, Luigi. Vielleicht hätte ich auch für diese Herausforderung Mario nehmen sollen, denn Luigi hat zwar schon den Vorteil, dass er höher springen kann, aber ich glaube, der schlittert ein bisschen mehr auf dem Boden als Mario. Ja, dann wäre es vielleicht sinnvoller gewesen. Allerdings waren hohe Sprünge und weite Sprünge auch sehr wichtig. Also kann man das wahrscheinlich doch nicht so beurteilen. Ist ja auch völlig egal, wir machen jetzt hier beim Bowser Castle weiter, was hoffentlich einfacher wird. Risikokomet, Pressluftpolterer, Panik. Ich glaube, immer wenn Risikokomet steht, muss man gegen einen Boss kämpfen und das mit nur einem Leben. Mal gucken, ob die Theorie sich hier bewahrheitet. Ach komm, das kennen wir schon. Wieso kann ich nicht skippen? Aber der labert jetzt nicht mehr, oder? Oh, doch. Hast du noch nicht genug? Ich werde dich von meinem gemütlichen Cockpit aus fertig machen. Du bist also für unseren schönen großen Stern hergekommen? Ja, da hast du Pech gehabt hier. Ich bin der Beste. Na, den Dialog hätte man sich sparen können, denn wir arbeiten hier gar nicht mehr auf den großen Stern hin. Oder habe ich den vielleicht aus Versehen angeklickt? Nein. Wir haben ein Leben. Das ist natürlich schon extrem scheiße. Ja, zwei gute... Oh, doch, kein Treffer. Ich war zu voreilig. Alter. Alter. Ich wäre schon zweimal fast gestorben. Komm schon. Ups. Das war ein Fail. Oh, Alter, das wird schwer. Da brauche ich auch viele Anläufe. Tut mir leid, Leute, aber... Alter! Das gibt's doch nicht! Komm!
Komm, gleich ein zweiter. Ach, schade, sein Hammer hat das blockiert, aber schon gar nicht schlecht eigentlich. Gleich können wir nach hinten nach einem Treffer. Gut. Ja. Also es ist möglich. Wir brauchen nur noch einen Treffer. So. Bam. Komm. Bitte. Nein. Okay, okay, okay. Lass mich bitte in Ruhe. So, schnell nach hinten fliegen. Okay, komm schon, noch ein Treffer. Obwohl, nee, dann... Oh, dann geht's ja noch weiter, genau. Oh, das war ja noch gar nicht das Harte. Jetzt kommt sie ja erst. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Jetzt muss man ihn doch im Cockpit treffen. Fuck. Komm schon, bitte, das schaffst du, Mario. Ah, nee, Luigi, sorry. War nicht so gemeint. Nein! Ah, Mist. Ah. Ja. Hä? Wieso kann ich das jetzt auch nicht skippen? Das ist doch doof. Egal. Wir schaffen das jetzt. Alter. Ich dachte ja schon, die andere Herausforderung wäre krank, aber die ist vielleicht sogar noch kranker. Oder sagt man kränker? Nee, kranker sagt man. So. Ach man, jetzt habe ich den anderen Kugel wie die. Nein! Getroffen. Wow. Und jetzt! Perfektes Timing. Perfekt. Glück gehabt. So. Hey! Ich habe doch darauf gezielt. Hä? Oh, ja, der hat noch getroffen. Ab nach hinten. So. Hier ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, da reinzutreffen. Finde ich jedenfalls. Ach, jetzt müssen wir nochmal Seiten wechseln. Ah, jetzt. Machen wir es genau wie gerade. Aber gleich sterben wir nicht, sondern wir siegen den Bowser Junior. Hä? Wieso zielt er da hin? Ich habe doch ganz woanders hingeschossen. So, nochmal Seitenwechsel. Jetzt aber. Nein! Ah. Ach komm! Oh mein Gott. Ja, komm. Och nö. Ich treffe einfach nicht. Wo ist der? Ja, dumme Sternring. Obwohl, dumm ist er nicht. Der rettet mir immer den Arsch. Och komm. Nein, das darf nicht wahr sein. Langsam habe ich davon die Nase voll. Und ich bin sicher, ihr auch. Wieso kommt hier jetzt keiner hin? Ist klar. Hä? Nein! Alter! Meine Wii. Ich habe die ganze Zeit auf den Fernseher gesagt. Ja, jetzt geht's natürlich. So, jetzt kann ich endlich skippen. Wieso denn gerade nicht? Nochmal alles von vorne, ey. Also wenn ich jetzt nichts schaffe, ne? Dann blende ich euch sozusagen den letzten Versuch ein. Also in dem ich es schaffe. Ich glaube, das ist sinnvoller. Hä? Okay, ihr werdet jetzt gleich den finalen Versuch sehen. Bis dann. Da 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 da
Endlich. Oh, gut, Guys, ey. Boah, hat das lange gedauert. Ich glaube, 6, 7 Versuche habe ich gebraucht. Es kam mir auf jeden Fall wie eine Ewigkeit vor. War es, glaube ich, auch. Puh. Das Doofe ist jetzt, dass ich gar nicht weiß, wie lang der Part wird, weil ich ja eine Ewigkeit hier rumprobiert habe. Das kann ich jetzt nur in etwa abschätzen. Oh, das war eine Qual. Guck mal, für den einen Versuch habe ich 12 Minuten gebraucht. Ich glaube, ich würde das auch ein bisschen so vorspulen, damit es euch nicht ganz so langweilig ist. Oh, man sieht ja genau. Nee. So viel habe ich wahrscheinlich insgesamt gebraucht, denn für einen Versuch 10 Minuten. Aber schade, ich dachte, ich könnte jetzt wissen, wie lang das war und pipapo. Aber was auch immer. Ist mir jetzt scheißegal. Ja, jetzt machen wir in Welt 4 weiter in der Giga-Gumba-Galaxie. Och, nicht schon wieder Beeilung. Na, egal. Boah, das war so mies, ey. Naja. Aber in dieser Galaxie bin ich eigentlich ganz gut. Obwohl, das sage ich lieber nicht. Ich hatte auch schon mal bei Mario Kart Online da... Ich so gesagt, oh, ich bin in dieser Strecke eigentlich ganz gut. Folge war dann, dass ich letzter geworden bin. Ja, so ist das nun mal. Ach nein, den Sprung wollte ich nicht. So. Nein, den Sprung wollte ich nicht. Das war der lähmste Tod ever. Aha. Oh. Ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen fertig von dem Scheißstern gerade. Also da haben die mit der Schwierigkeit ein bisschen übertrieben, sag ich mal. So. Ah. Ja, so geht's auch. Oh, geh weg. Ah, da ist noch gar nichts. Ich bin... Ach, Luigi, enttäusch mich nicht. Komm, das kann doch nicht sein. Wir schaffen das. Raus. So. Komm runter. Du musst denken. So. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich in diesem Versuch es auch nicht schaffen werde. Ach komm. So, jetzt. Ah, jetzt kommt ja noch das und für alles nur 1 Minute 30. Noch. So, den müssen wir jetzt schnell besiegen. So. Ja, gut abgeschätzt. Hier gibt es ja auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man hier unendlich viele Ups absandt. Auf jeden Fall sehr viele. Denn man kann irgendwie auf die Panzer von den Riesen koppern. Und die gehen nie kaputt. Also, wenn ihr sehen wollt, wie das ist, dann könnt ihr das mal auf YouTube eingeben. Irgendwie unendlich viele Ein-Ups in Mario Galaxy 2 oder irgendwie sowas. So. Oh, oh, oh. Wieso gehe ich immer darauf, wenn die Pflanzen kommen? Das ist doch dumm. Ah. Okay, 45 Sekunden. Ach, jetzt kommen wir noch hier drauf. Kommen sofort weiter jetzt.
Da muss ich mich auf jeden Fall beeilen. Scheiße, das schaffe ich doch nicht mehr, oder? Scheiße. Oder doch? Doch, ich schaffe es, oder? Nein! Yes! So, drei haben wir schon. Aber alle guten Dinge sind vier. Okay, der Spruch war falsch, fällt mir gerade auf. Oh Mann, wie dumm. Alle guten Dinge sind drei, heißt es natürlich. Oh. Aber das ist der Let's Play-Effekt. Och nö. Die Biscuit-Boden-Galaxie. Ich freue mich nicht damit. Ich mache jetzt erstmal was anderes. Dann freue ich mich das nächste Mal, wenn ich einschalte auf die Galaxie. Ah, ich... Genau wie bei den Hausaufgaben immer was aufschieben. So, Klappstadt-Galaxie. Bist zwar auch nicht viel besser, aber... wenigstens etwas. Kometenalarm. Der lila Schmuck von Fräulein Schlummerli. Hä? Och Gott. Alter. Bitte kein Zeitlimit. Ach, doch. Okay, geh runter. Hä? Alter. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht schaffen werde. Ach komm. Ich kann einfach nicht so denken, ey. Da muss man sich so gedanklich umdrehen oder so. Am besten stelle ich mich jetzt seitlich auf den Kopf oder so. Nein, den wollte ich nicht. Ach komm, jetzt kann ich nicht mal den Schüttelsprung machen. Nee, das verkacke ich sowas von. Hä? Wie habe ich die denn jetzt? Ich habe die geholt, oder? Wie habe ich die denn geholt? Hier. So, dann hier. So, das war ja schon mal einfacher als dieser erste Raum da. So, bitte andere Gravitation. Dankeschön. So. Ja, die anderen Räume sind einfacher als der erste, aber ob wir es schaffen werden, weiß ich nicht. Ja. Hier hin. Und dann gehe ich schon mal dahin, denn gleich kommen wir nochmal in den Raum. Haha. Total taktisch schlau und so. Ach. Kommen die noch? Nein, nein, nein. Oh doch. Mit dem Bohrer kann man irgendwie mehr einsammeln, aber ich traue mich das nicht, denn dann geht man da sofort in den nächsten Raum und ist ein bisschen mit Risiko verbunden. Acht noch. Also Toyota, nichts ist unmöglich hier. So, komm bitte. Hä, wie soll ich die denn jetzt einsammeln? Nein! Dumm. Dumm, 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 dumm. Das schaffe ich jetzt nicht mehr aus eigener Dummheit. Noch einen einzigen, Alter. Oder? Bitte, bitte, lieber Gott. Oh. Nein! Nein! Ja! Danke! Yes, yes, yes! Oh! Danke, Alter! Yes! Oh, in letzter Sekunde! Wie oft hatten wir das jetzt schon in diesem Let's Play? In allerletzter Sekunde! Oh, geil! Oh! Daumen hoch für den lieben Gott. Nein, Spaß. Ich will auch irgendwie keinen beeinflussen, dass ihr irgendwie Daumen hoch geben sollt oder so. Gut, dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal bei Super Mario Galaxy 2. Ciao.